Hey Freunde, kommen wir zum zweiten Auftrag der eidgebundenen Teil 2 Aufträge. Und zwar sollen wir Risswächter Selen an einer Hologrammschale kontaktieren. Das Ganze finden wir hier unterhalb von Anvil Square. So, hier angekommen, finden wir das Ganze wieder auf der Minimap, gut markiert mit einem weißen Ausrufezeichen. Gehen wir kurz ran hier. Als nächstes sollen wir Sternsensoren und einen Kosmosmonitor platzieren. Das Ganze finden wir dann hier, ziemlich mittig auf der Map. Dort begeben wir uns kurz einmal hin. Hier angekommen sehen wir das Ganze wieder alles gut mit weißen Ausrufezeichen markiert. So, platzieren wir jetzt hier alles einmal ringsrum. So, den hier noch. Hier den letzten. Jetzt hier in der Mitte nur noch den Sternmonitor platzieren, beziehungsweise den Kosmosmonitor. Na? So. Als nächstes sollen wir hier die Sternsensoren in der richtigen Reihenfolge ausrichten, indem wir ihnen Schaden zufügen. Das Ganze machen wir, indem wir hier einfach in die Mitte gehen, uns den Sternenmonitor angucken, beziehungsweise den Kosmosmonitor, merken wir uns das Symbol und genau das fügen wir hier einmal Schaden zu. So, wie ihr seht, zählt das Ganze dann auch. Laufen wir hier einfach wieder zurück, gucken uns das nächste Symbol an, kloppen wir auch kurz drauf. So, jetzt haben wir hier den Vollmond. Auch kurz einmal gegenkloppen. Laufen wir hier wieder zurück. Jetzt haben wir hier den linken Vollmond. Gucken wir kurz, wo wir den haben. Okay, da vorne. Kurz gegenkloppen. Auch gegenkloppen. So, damit hätten wir das dann. Zum Schluss sollen wir jetzt nur noch mit dem Kosmosmonitor interagieren. Das machen wir kurz. Danke, ich vertraue dir nun ein Geheimnis an, das sonst niemand kennt. Es gibt ein Wesen, einen gestaltlosen Mann. Er beobachtet uns mit finsteren Absichten. Wenn wir das Restor nicht bald aufbauen, wird das Und damit hätten wir den Auftrag auch abgeschlossen. Wenn ich euch damit weiterhelfen konnte, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und bis dahin sehen wir uns zum nächsten Clip. Ciao.